Hallo, wir sind zurück bei einer neuen Episode von Windcraft. Wir bei der Storyline des Dark und Light Forests und ja, ich bin wieder am herumquesten. Tut mir leid dafür, ne? Es passt leider irgendwie für mich nicht so wirklich rein, weil ich einfach nur rumlaufe und herumgrinde. Aber das jetzt nur so gesagt. Ja, wir starten heute die Quest Finding the Light. Und ich will noch hier, bevor ich anfange, jetzt nochmal Dankeschön an den Arx sagen, der mir gesagt hat, wie man die Quest hier anfängt. Denn es war vonnöten, dass ich Taproot habe und etwas, was den Baum aufweckt, weil er gerade schläft. Ja, das ist ein bisschen schwer rauszukriegen, wenn man das nicht schon weiß. Deshalb habe ich mal nachgefragt und danke für die Antwort. Ich brauche ein Vault Goat Horn. Dann beginnen wir jetzt mal den Dialog. Mal gucken, was der Guardian zu sagen hat. Und dann macht sie über meine Nase. Lustig. Gut. Oh, was er mir zu sagen hat. Irgendetwas ist untradable. Naja. Gut. Also, es ist ein untradable. Also, irgend so ein Item. Okay, gut. Okay, anscheinend scheint der Guardian sich darauf verlassen zu haben, dass Teak den Decay stoppt. Ich werde dafür jetzt kein deutsches Wort nehmen, ich werde es einfach jetzt mit englischen Namen weiter so benutzen, also Decay. Ja, da dies nicht der Fall ist, soll ich jetzt mal in den Süden reisen. Ab in den Süden. Und dort ein Gebilde mit einem weißen Symbol drauf mal aufsuchen. Ich weiß, wo das ist, ich habe vorhin irgendwie Ultimate Weapon gemacht. Und da bin ich dann ein paar Mal hängen geblieben, obwohl ich nicht mal annähernd im Gebiet war. Ja. Aber, naja, gut. Ich werde jetzt auf jeden Fall um 7 Emerald-Blöcke reicher. Ich bin auf einem guten Weg zu Level 80 und jetzt auch auf dem Weg zum Realm of Light oder wie auch immer es heißt. Ja, dann reden wir mal ein bisschen über die Finding the Light Quest. Das ist Teil 2 der Forest Storyline. Und ja, ich bin hier heute halt unterwegs, die zu machen. Ich habe auch gehört, dass man in die Stadt gehen muss. Okay, gehört habe ich das eigentlich nicht. Ich habe ein bisschen im Wiki nachgeguckt. Das darf ich. Bevor jetzt irgendjemand sagt, dass ich das jetzt nicht machen soll. Das darf ich. Oh Mann, es sind viele Gegner hier. Da drüben muss eigentlich eine Kiste sein. Blutet. Okay. Ich muss mir abgewöhnen, dass hier in Minecraft das Herumschwanken mit D und A nicht die Kamera dreht. Ich spüre nämlich nur zufällig ein MMORPG, wo das der Fall ist. Ja, dann sollen wir bei dem Guardian jetzt wohl nach Hilfe fragen, denn wir wahrscheinlich wollen nur so nebenbei unten im Chatfenster gelesen habe, irgendetwas blockiert diesen Bereich, oder zumindest ist da eine unsichtbare Wand und wir können da nicht hin. Oder nicht rein, obwohl wir ja in der Tat nichts sehen. Also sollen wir jetzt nach Rat suchen. Oh, ich sehe hier gerade, dass wenn man von ein bisschen weiter weg auf den Guardian guckt, dass dort zwei Augen sind und man deshalb den Guardian erkennt. Ja gut, das sieht man so vom Nahen nicht. Da kommt irgendwie nur Licht raus und das war's. Moment mal. Ach so. Ich glaube, ich weiß, was jetzt bedeutet. Achso, das Ganze ist quasi, so gemacht, dass die
die Barriere auch das alles dahinter versteckt und wir deshalb gar nicht mehr durchkommen. Na, okay. Und wir sollten jemanden aufsuchen, der uns sagen kann, was wir machen können. Und da wir nicht von Gavel sind, also ein Mensch sind, können wir nichts dagegen tun. Also. Erstmal sollen wir jetzt nach Sinfres gehen, um zu sehen, was noch passiert. Also irgendjemand zu finden, der uns helfen kann zu sehen. Und es soll so eine Erfindung geben mit zwei Gläsern, die man über die Augen tut und dann lesen kann. Ich habe noch nie von der gehört, ja. Was ist das? Na gut, ich schneide hier mal den Reiseteil raus. Sehen wir uns dann in Sinfres. So, wir sind hier mittlerweile fast in Sinfres und wir hören hier mal, was mir so aufgefallen ist, wenn man hier mal ein bisschen weiter von einer etwas größeren Entfernung sieht, dann sieht man quasi das ganze Bild und das sieht eigentlich ganz schön gut aus. So ein paar Häuser mit Rauch, der aus dem Schornstein rauskommt. Von Namen natürlich, man weiß, dass Spinnennetze sowas darstellen sollen, aber vom Namen sieht es einfach nicht so aus, wie man es von weitem ansieht oder betrachtet. Warnend? Ich glaube, Warnend passt hier besser. Und ja, das wollte ich nur mal so nebenbei gesagt haben. Okay, was ist unsere genaue Aufgabe? Find someone in Sinfres who can help you see. See! Na gut. Dann sollen wir wohl einfach nur... Ich glaube, wir sollen zur Apotheke gehen. Ich denke mal, dass die Apotheke es tun sollte. Ich weiß, dass hier drüben eine Apotheke ist. Weil ich in die ein paar Mal reingelaufen bin. Also, ja gut. Gucken wir, ob wir in der Apotheke was... Ah ne, es gab einen Optiker hier. Das weiß ich. Ich bin da reingelaufen, als ich vorhin Delivery gemacht habe. Ich konnte einen Augentest machen. Da muss ich hin. Nachher nur so nebenbei. Ich habe eine Waffe gefunden. Aha, Blade of Purity. Die wahrscheinlich nutzloseste Waffe überhaupt. Weil man wahrscheinlich eher Bob's Mythic Spear benutzt. Na, ihr habt hier den Tooltip. Könnt euch mal angucken und mal so eure Meinung sagen. Und dann haben wir noch hier Determination. Ich finde in letzter Zeit irgendwie Ausrüstung, die einem sehr, sehr defensiv auslegt. Das ist nicht unbedingt mein Style. Und deshalb benutze ich die Sachen auch nicht. Ah, naja. Gucken wir mal. Ah, ja, hier. Das muss der Laden sein. Alice Optometry. Optometry. Okay, ich habe keine... Ich habe offensichtlich, wir haben mehr keinen Schimmer. Nein! Oh! Hier habe ich mir doch schon nicht geheilt. Ich meine, ich habe draufgeklickt. Ja. Welcome, young master. How may I assist you today? Wenn man die Quest nicht gestartet hat, dann fragt einen, ob man eine Augenprüfung haben will. Und dann schickt einen einfach vor. Also mit guten Wünschen. Also, er ist nett. Okay. Er denkt so ehrlich, dass ich nicht sehen kann. Und deshalb sollen wir jetzt eine Optikerprüfung machen. Und einfach die Buchstaben durchlesen. Solange es Minecraft uns erlaubt, das Ganze zu lesen. F-Tos. Lepet. Oder Lepet. Peg. E. F-P. T-O-Z. L-E. L-P-E-D. P. In welcher Reihe sind wir? Und da zweit untersten. Questbook updated. Und darunter, ja, darunter wird es wirklich pixelig, also man kann eigentlich nur bis dahin lesen. Well, that was a perfect score. I'm sure you're having problems. Ha, offensichtlich brauche ich keine Brille. Wie gut, dass unser Charakter keine Brille braucht und gut sehen kann. Ein bisschen komisch, wenn Minecraft hier irgendwie nach ein paar Metern endet. Um ehrlich zu sein. So, this uses a dusty tome labeled. Tomb labeled magical site. Okay, also er gibt uns jetzt anscheinend irgendwas, was uns eine magische Sicht verpasst. Und es scheint uns dann wohl die Clear Sight Spectacles zu geben, was wohl eine Art von Brille sein wird. Dafür brauchen wir Tears of Honest. Oder Of the Honest. Coin of the Charitable, Note of the Selfless.
Okay, wir sollen die Items sammeln. Was eigentlich nicht so wirklich bekannt ist, wie man an die Items bekommt oder herankommt. Und er fragt sich, wie man das damals gemacht hat. Und wir sollen der Person hier sagen, dass sie aufhören soll zu schreien. So, auf unseren Weg die Sachen zu suchen. Ich habe mich eigentlich ganz gefragt, was diese Quest-NPCs in Sinfos überhaupt machen, weil ich hier keine Quest gesehen habe. Aber es scheint die wohl hier zu machen. Yo, where have you seen? My house is number 10. Perhaps you can see if you can find out where he went. You should check his room for me. I'll stay out here. Keep searching. Okay, anscheinend sollen wir Jack suchen. Dein Haus Nummer 10. Das ist Haus Nummer 4. 29. 5. Ich bin hier wahrscheinlich auf der falschen Seite. Also wir sollen nach Jack Ausschau halten und gucken, wo er hingegangen sein könnte. 26. 6. Als ob ich hier in der richtigen Stadt wäre. Gucken wir alle Häuser an. Scroll Merchant. Yo, ich brauche aber nur die Hausnummer. 16. Ja, das lief mal nicht gut. Vielleicht waren die Häuser hier vorne 10. Potion Laden hat keine Nummer. Der hier war, glaube ich, Nummer 9. Ja. Das ist Nummer. Oh mein Gott, ich hab die Bavarian Church gefunden. Yes! Aha! Der hier schon ein bisschen länger auf dem Kanal ist, der weiß, dass ich irgendwie was mit Bavarian Churches habe. Secret Bovine Lab Library. Ja, ich bin auch so einer. War ich hier rauf? Wie komme ich hier hoch? Gewöhnlich gibt es immer irgendeinen Weg nach oben und hey, das scheint mir zu sein. Auf den Büchern hier scheint aber nichts drauf zu stehen. Auch wenn die Library hier secret ist. Aber hier ist schon wieder ein Enderman-Kopf. Vielleicht was das wohl mit sich mit. Oder was? Ich frage mich, was es auf sich hat. Ist das der Haus Nummer 10? Ich will einbrechen. Jo, Haus Nummer 10. Fuck! Was macht das? Ist das. Ich glaube, das ist ein Pendel. Ich meine, ne? Stange, Goldblock, Uhr. Jo, ich bin ganz sicher, dass es so ein Pendel ist. So eine Standuhr. Naja, das braucht uns eigentlich nicht so wirklich zu interessieren. Wir müssen da versuchen nach Jack. Ein Brief. Kann mir jemand der Person hier mal helfen? So, Jack is gone missing. Hi, Tyler. Happening on the roof. Can you help me? Was auf dem Dach ist passiert? Okay. Vielleicht zum Letter, den ich vorhin gesehen habe. Der ist da drüben. Wie komme ich zum Letter hin? Offensichtlich ist das hier nicht das, was passiert ist. Ich glaube, wir müssen wirklich nach draußen und dann nach oben. Um irgendwie in den Raum reinzukommen. So, komme ich hier raus und wie hoch? Ich werde da nicht hinwechseln, weil ich gerade keine XP sammle. Wie komme ich aufs Dach? Muss ich wirklich der rosanen Rolle folgen? Mann, hey. Ich glaube, das ist nicht mal rosa, ich glaube, das ist pink. Pink? Huh. Wer hat gedacht, dass es mich zu einer Leiter führt? Wir müssen hier auf die Wand und dann zurückspringen, denke ich. Ich glaube, das gehört dann noch zu so einem einfacheren Teil. Jetzt sind wir hier bei Jack. Sorry, Dad, I'm going to help this poor sick man outside the city. I'm leaving through the north gate. Don't try and stop me. Okay. Der junge Jack scheint wohl einer Person helfen zu gehen, die gerade so vor dem North Gate sein sollte. Einer kranken Person. Gucken wir mal, was er mit auf sich trägt. Ich denke mal, dass es hier wohl sehr um. Gut, oder um ein warmes Herz gehen wird.
Ah ja, das war Jack. Ah ja, stimmt. Ich erinnere mich noch an Jack. Au! Oder, wenn meine Stimme höher gehen würde, würde ich jetzt Michael Jackson... Oh, Michael Jackson... Au, Mann. Naja. Oh! Oh mein Gott! Ah, ich war nicht bereit! Ich hatte gerade meine Hand nicht auf der Maus gehabt und das war kaum unerwartet. Puh. Okay, der Typ scheint wohl hingefallen zu sein. Na guck mal, hier ist Note of the Selfless. Wir müssen jetzt Damien finden. In Candor Forest. Was ist der Candor Forest? Ich glaube, das ist dann wohl der Wald bei Lexdale. 5181. Ja, es müsste der Wald bei Lexdale sein. Der dunkle da vorne. Mit diesen verwinkelten Bäumen. Kann man das sagen? Ja, wie auch immer. Irgendwo hier in der Nähe scheint es wohl eine Person namens Candor zu geben, die wir besuchen sollen. Vielleicht ist sie ja hier. Da unten sind Gegner, das ist kein Quest-NPC. Aber das hier sieht aus wie eine schöne Stadt. Ah, Damien. Das ist Damien. Ein Doktor. Und mein Skype ist gerade noch an. Ich drehe das mal kurz. Achso, jetzt muss ich wieder zurück in die Stadt, zur Apotheke, wo ich vorhin war. Also. So. Die Musik hat irgendwie aufgehört. Aber wir sind in der Apotheke. Welcome to Sinfra's Apothecary. Ich weiß immer noch nicht, wie man das ausspricht. Apothecary? Ne, egal. Wow. Okay, sie erinnert sich an Damien. Das kostet 200.000 LAs. Ich mach mal kurz mal meinen Taschenrechner auf. Wie viel ist das? 264 mal... Moment mal. Was will ich denn ausrechnen? Okay, das sind 200.000 Plätze auf jeden Fall. Nein, eigentlich nicht. Also es sind 100, das sind wie viel? 12.800.000 Emeralds. Emerald Blöcke. Also nochmal 64. Das sind 819.200.000 Emeralds. Okay. Das ist viel. Look, that's the price. I can't change it. It's all stored in my basement. Lass mich mal raten. Ich muss jetzt in den Keller einbrechen. Jupp. So, ich weiß schon, wenn man da reinkommt. Hey, Batman Game ist da. Ups. So, komm mal rein. Hajo! Ja, bleiben wir dabei einfach mal. Hajo! Glaube ich hier runter, also eigentlich den Jump'n'Run hier machen, den ich jetzt auch mache. Also man muss den machen. Ich habe das hier nämlich schon mal mir angesehen. Wow. Was macht sich hier unten? Wenn ich das mal fragen dürfte. Oh, okay. Also anscheinend hat... Also sie will das Ganze herausgeben, aber ein Gärtner, also ein königlicher Gärtner hat es ihr gestohlen. Also nicht die Medizin, sondern ihr Tagebuch gestohlen und da stehen einige Sachen drin, die recht peinlich sind und sie wird von ihm erpresst. Also
müssen wir da hingehen und wahrscheinlich mit ihm reden. Ach ja, und sie muss 200.000 Lest zahlen, um das Ganze zurückzubekommen. Deshalb kann sie den Preis nicht reduzieren. Also müssen wir zum Gardener gehen. Ich weiß auch eigentlich, wo er ist. Ja, ich bin gerade nur so, weil ich Leben brauche. Super Lifestyle Helm. So, der Garten ist hier vorne. Da vorne ist Mr. Garden, ja? Hör auf, so unglaublich nett zu sein. Ja, aber naja. Er hat das Ganze in einem Platz an einem Ort aufgemacht und keiner nachgucken würde. Und dieser Ort ist uns offensichtlich bekannt, weil es in unserem Questbook steht. Das macht keinen Sinn. Nicht so wirklich. In der Nähe ist hier also sein Kart. Achso, sein Kart. Ah ja, das Ding hier. Hier ist nämlich ein Quest-NPC drin und ich keine Ahnung habe, warum er da ist. Okay, dann sollen wir ihn jetzt mit ihm erpressen oder ihn erpressen oder es einfach zurückbringen. Oh, okay, er hat gedacht, dass es versteckt wäre. Na gut. Okay, gut. Um nochmal zusammenzufassen, was er gesagt hat. Er hat sich gewundert darüber, wie wir das gefunden haben. Hat gedacht, dass es versteckt ist. Und ja, wollte unbedingt, dass wir ihn nicht verletzen. Oder so sollen wir Sascha sagen, dass er aufrichtig, dass es ihm aufrichtig leid tut. Und er es ihr aber leider nicht so uns direkt sagen kann, weil er schon sehr emotional wird. Also, gehen wir es mal eben zurück. Wo ist es? Ich sehe es nicht. Nee, im Ernst, ich sehe es nicht. Wo ist es? Ich sehe das Tagebuch nicht. Stell es noch jetzt eine Tier auf der Honest. Oder wie Honest. Was uns noch fehlt, ist die. Die Watt. Das ist Jack. Okay, das sehen wir nicht mehr. Irgendwie noch ein paar Sachen fehlen uns noch. Also, naja. Nein, er hat es nicht spektakulär versteckt. Okay, und die Medizin haben wir jetzt für umsonst bekommen. Perfekt. So, ist wieder raus, also wieder Power of Video Editing. Da sind wir wieder, yay, bei Damien. Ja, der hat seine Medizin bekommen. Okay, also wir sollen Jack von ihm Dankesgrüße ausrichten. Und offensichtlich scheint Jack ihm Nudelsuppe hin und her gebracht zu haben. So, da sind wir wieder nach einem Aufnahmestopp. Und zwar, weil die Swincraft-Server am Tag zuvor, also für mich ist es ein Tag zuvor, also in diesem letzten Teil, also in den letzten paar Minuten. Nach diesen letzten paar Minuten bin ich noch ein bisschen herumgelaufen. Ich war ganz verwirrt, weil ich nicht mit Jack reden konnte. Offensichtlich, weil ich nicht mit ihm in dieser Phase reden sollte. Und das Problem war dann auch noch gewesen, dass die Server dann ja abgekratzt sind und ich an dem Tag nicht mal weiter aufnehmen konnte. Also, ich bin hier heute da, nachdem ich mich ein bisschen dämlich angestellt habe, habe ich endlich kapiert, dass ich mit Charlie reden muss. Und ja. So, das Ganze hier, für euch wird das keinen Sinn ergeben, weil das direkt aneinander anhängt. Dann reden wir mit Charlie. Ja, Mann, ich bin dämlich. Okay, da habe ich mit I geredet. Ich glaube, ich muss jetzt mit Ollie reden. Oh ja, ich muss mit Ollie reden. Okay, also ich sollte ihr erzählen, dass Jack, gut geht. So in etwa.
Ja, jetzt stellt mir Olli anscheinend die Brille her. Die magischen Brillen. Okay, und von ihm, oder ihn müssen wir zumindest nicht bezahlen, weil das eine Art Hobby von ihm ist. Na gut, ich nehme es gerne an. Was müssen wir jetzt machen? Sollen wir jetzt in das Gebiet rein? Ah ne, oder? Okay, wir sollen erstmal zurück zum Guardian und ihm den Helm quasi zeigen. Was ist das denn? Level 71, Thunder Plus und Earth Minus. Mehr Leben als mein Executioner Helmet. Aber naja, gut. Dann sehen wir uns gleich wieder. Wir sind zurück. Hier beim Guardian. Also nicht bei der Zeitung, sondern beim Guardian. Und dann reden wir mal mit ihm. Okay, in unserer Zeit, in der wir nicht da waren, hat sich der Guardian wohl mit Infos oder mit den letzten 200 Jahren beschäftigt. Oh, und erzählt uns von den zwei Towers, den Gerd War, was immer das ist. Ich hab's noch nicht gehabt. Anyway, ne, machen wir ein HP4. Somewhere. Okay, wir sollen jetzt nochmal zu dem Bogen gehen und gucken, was wir jetzt sehen können. Naja, so in etwa. Das ist nicht das, was da steht. Oder? Okay, doch, so in etwa, das ist das, was da steht. Ich bin natürlich noch begierig nach dem Loot. Mondagoras. Die sind zwar schwach wie sonst was. Aber hey, Monster sind Monster. Also, gehen wir mal hin, ne? Ich müsste gleich auf einem guten Weg sein. Hey, guck mal, Pferde. Scared, Unicorn. Wow, es hat eine Resistenz gegen alles. Okay, gut, dass ich einen Bobs Mythic Spear dabei habe, der seinen Schaden mal nicht auf Elementarebene packt. Ah, guck mal, ein unidentifierter Spear. Okay, das hat sich nicht gut angehört. Es ist ein normal Item. Ich hätte mir vielleicht erhofft, dass es irgendwas ist. Ey, bleib stehen! So. Dass es irgendwas ist, was ich noch identifizieren könnte. Leider war dies nicht der Fall. Nehmen uns hier die paar Emeralds und weiter zum Bogen. Machen wir die Clear Sight Spectacles an. So, und seht ihr da, ich habe mehr Leben. Tada. Das heißt, dass ich hier jetzt näher rangehen kann. Was sollen wir hier machen? Und ich bin hier gerade leider auch bei Gegnern, das heißt, dass ich eigentlich recht wenig Zeit habe. Enter the Light Realm. Wie machen wir das? Darunter durchgehen oder? Nein? Wo entert man den Light Realm? Mondagoras. Mondragoras. Nicht besonders meine Lieblingsmobs. Die laufen immer so weg und machen irgendwie gar nichts. Ganz sicher, dass hier irgendwas passieren sollte, wenn ich da reingehe. Ah, hier. Ich glaube, diese Steine müssen uns bekannt vorkommen. Wow. Was passiert? Okay. Ich glaube, das waren diese Steine, die wir beim letzten bei Taproot gesehen haben. Ich glaube, das ist diese Verbindung.
Irgendwas ist hier geschehen. Es kam ja hier irgendwie so eine schwarze Schlange raus. Was hat sich denn so verändert? Ich glaube, nicht so viel. Die Mobs sind gleich geblieben. Ich glaube... Wo bin ich? Oh. Okay. Ich glaube, das ist temporär. Also, gucken wir mal. Versuchen wir diesmal ein bisschen schneller zu laufen. Um mal hier reinzukommen, ohne gleich wieder vom Boden verschluckt zu werden. Das hätten wir jetzt geschafft. Also, hey! Das war's. Das war's. Im Ernst? Ich hätte irgendwie erwartet, dass ich mehr machen müsste. Na gut, dann müssen wir demnächst wohl Realm of Light machen. Alexander. Alexander. Und, boah, was gibt noch zu sagen? Hier ist Hunger, The Hunger of Gerds. Ich glaube, das müsste dieser Krieg sein, von dem gerade gesprochen wurde. Dann The Maiden Tower. Müsste, glaube ich, das mit den Türmen sein. Würde ich erstmal sagen. Also irgendwas? Ich glaube nicht. Ich gucke mich hier mal ein bisschen um. Das könnte ich mal machen. Muss ich das später nicht mehr machen. Ist das der... Ich glaube, irgendwo hier müsste Alexander sein. Und außerdem ist es ein super Screecher. Oder auch nicht. Irgendwo hier drin müsste Alexander sein, aber hier hinten der Wand. Oh. Oh, crap. Wo bin ich? Oh, das ist Alexander. Kann er durchlaufen? Ja, cool. Gucken wir uns mal ein bisschen um. Sind wir hier schon wieder in einer Pilzgegend? Ich habe schon genug davon gehabt. Okay, wir sind jetzt wieder hier vorne. Aber ich glaube, hier beende ich nochmal den Part. Also ich fange jetzt ungefähr die Abmoderation. Und ja, ob ich das gesagt habe, weiß ich nicht, aber wenn auch hier geblieben seid, danke fürs Zuschauen. Das ist wohl Finding the Light. So, die haben das Licht jetzt gefunden. Gut, wa? Die Vault Goat! Die Vault Goat! Ich glaube, ich töte die einmal und dann verkaufe ich das Horn. Haha! Kommerzielles Denken. Irgendwas greift mich an. Ah, Nixe oder so. Was war nochmal das Monster, was geworfen hatte? Ich glaube, es war die Nixie. Ich bin mir nicht allzu sicher. Also, Vault Goat, stirb! Da. Da ist das Horn. Das nehme ich gerne. Falls es euch interessiert, da vorne kann man The Ultimate Weapon abgeben. Dudga, Dojka steht da drüben. Oder Dojka, da kann man es für 7 Emerald Block abgeben. Ja, das nur noch so nebenbei. Und ja, dann, wenn ihr hier geblieben seid, vielen Dank fürs Zuschauen. Das ist wohl Part 2 der Light Forest Reihe. Oder der Forest Reihe. Ja, wir werden wohl demnächst. Wie heißt die Quest jetzt? Finding the Light haben wir gerade gemacht. Also bleibt noch was übrig. The Realm of Light. Das wird wohl demnächst stattfinden hier auf dem Kanal. Und zwar werdet ihr dann sehen, wie ich die Quest versuche. Und dann gucken wir mal, was passiert. Ja? Falls ihr noch Interesse habt, könnt ihr unten in der Beschreibung oder auf meinem Kanal nochmal zwei Kanäle vorbeischauen. Da spiele ich alle möglichen Spiele, die ich hier auf dem Kanal nicht bringe, weil hier ausschließlich Minecraft kommt. Und ja, mehr habe ich nicht mehr zu sagen. Ich bedanke mich dafür, dass ihr heute da wart. Hoffentlich startet ihr beim nächsten Mal ein. Ich weiß noch nicht, was es wird, aber wahrscheinlich irgendwas. Und dann vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Und tschüss, Tschüss, Kowski.